Auf, Yvonne, keine Angst, du bist nicht drauf. Ich tue erstmal den Pool hier unten filmen. Hier, Ece Türk ist ja nicht kamerascheu. So. Das war krass, ne? Das ist aber schön, hier ist noch richtig heftiges Wetter. Der Wind macht ja auch. Guckt mal die Aussicht an. Da drüben auf dem Berg liegt noch Schnee. Ja, da liegt ja immer Schnee, ne? Ja, es gibt ja in der Natur keinen Stopp. So, gleich werden wir ein paar Wohnungen besichtigen, die man kaufen kann. Also, so, dann wollen wir mal schauen, hier haben wir eine Wohnung zu verkaufen. Gucken uns die mal an. Das ist eine Dreizimmerwohnung. Gehen wir mal in den ersten Zimmer. Sieht sehr schön aus. Anschließend eine Anlage. Fenster, das ist ganz klar, ohne Fenster geht ja auch. Das ist ein bisschen, naja, super. Aber super gefliest, ne? Super gefliest. Sauber. Hier einmal Badezimmer. Licht ist glaube ich nicht angestellt, Strom ist abgestellt. Sieht ja super aus. Tolle Verarbeitung. Ja, meine deutschen, türkischen Freunde. Man lebt auch gut in der Türkei, die haben einen guten Standard mittlerweile. So, dann gehen wir doch mal in den anderen Zimmer. Oh, das sieht ja top aus. Auch super gefliest, guckt euch mal den Boden an. Richtig schön. Da muss was aus dem Fliesen. Der Ton ist ein bisschen klein, aber gut. Top Aussicht. Ganz schön. Guckt mal den Berg, liegt Schnee drauf. Sag mal, das ganze Jahr ist Schnee drauf, oder? Geil, oder? Ja, doch. Draußen Kilimanjaro. Die Aussicht ist ja, die Aussicht hier, wenn man hier guckt, ist ja auch ein Hammer. Es ist ja hier unten. Wie der Kilimanjaro durch. Ja, Bananenplantagen. Ne? So, super. Das Zimmer hat extra noch ein Bad, ne? Ja, genau. Balkon hat es auch. Und auch, ja, Badezimmer auch schön. Schön. Aber alles top sauber gefliest. Sieht auch geschmackvoll aus, ne? Sieht wirklich geschmackvoll aus. Mhm. Sauber. Auch diese Fließarbeit hier. Zeig doch mal die Küche. Die Küche. Gehen wir mal rein, ne? Das Wohnzimmer mal. Ja, die Küche ist mit dem Zimmer zusammen hier. Amerikanische Küche, sagen wir dazu. So. Mhm. Auch schwarzes Marmor. Top Aussicht. Da fehlt dir noch. Ja. Spüle muss noch rein. Ja, gut, das ist nicht drin, aber so wie die Küche jetzt hier ist, das was hier fehlt, das kann man sich ja besorgen. Ne? Das geht. Du meinst Spülmaschine? Ja, Spülmaschine, genau. Ach, richtig. So, und das ist das Wohnzimmer. Ach, und der Balkon, also Wohnzimmer ist auch toll. Und den haben wir mal. Auch. Welche Wohnung gefällt dir am besten? Eure, ne? Eure ist die schönste, ne? Mit Fliegen, den sehr schön im Sommer. Den hast du Mücken und Fliegen und das ist echt eine richtige Katastrophe. Kannst du hier auch schön öffnen. Oben ist vor allem hübsch gefliest. Also von den Räumlichkeiten. Den hast du hier oben ja auch noch richtig meist. Ne? Mhm. Also bei Maschinen hast du das. Wenn wir jetzt auf Balkon mal gucken. Also, hier ist es schön groß. Da kann man sogar so umzugehen. Ja, zu nicht, aber ist ja eine Top-Aussicht auch, ne? Wenn man hier mal so schaut. So, diese Wohnung zum Preis nochmal, die sollte 65.000 Lire kosten. Muss Euro. Euro natürlich. Das Ganze müsst ihr mal 6,10, 6,20 rechnen. Dann habt ihr diesen Betrag, der dabei rauskommt. Eine Frage, aber die Aussicht ganz toll. Guck mal hier unten, ist das hier für Bananen oder was? Hm, das sind Bananen und das ist eine Schule, ne? Ah. Ja, super. Und wenn du guckst, sauber. Schon wieder am Bauen hier. Da drüben noch eine antike Stätte ist das. Ist sie aus dem Römischen Reich oder wo kommt die her? Guck mal da. Nee, das ist knapp 800 Jahre alt. 800 Jahre alt, die sind noch beim Ausgraben. Das ist genau. Viel Arbeit, deswegen darf man da auch nicht bauen. Das ist baugesperrt.
Baustopp. Ja. So ist das in der Türkei, da, wenn antike Sachen sind, wird so, ja, sofort Baustopp wird eingeführt. Nee, das ist ganz schön. Super. Auch groß genug, wenn man es von hier das mal anschaut, ist nicht klein. Kann man wirklich benutzen. Ja. Wie gesagt. Tu mal der Kopf dazwischen, komm. Ja. Und wie gesagt, genau, der Preis liegt bei 65.000 Euro. Mal umrechnen, das 65.000 mal 6,20, dann habt ihr einen Preis in die Höhe, ne? Aber ihr rechnet die Euro. Super. Alles klar. Da hätten wir erstmal eine Wohnung, dann können wir auch die nächste machen, ne? Machen wir das doch. Gut.